My field of research is microbiology, and we are aiming at understanding how bacteria cause diseases in human beings. And ultimately, working on bacteria and trying to understand how they cause diseases in humans led to the discovery of the CRISPR-Cas9 system. That is a very interesting mechanism which bacteria use to fight their own viruses. And so CRISPR-Cas9 has been harnessed as a very powerful genome engineering tool whereby we can now more easily target any sequence on the DNA of any types of cells and organisms, and we can manipulate the DNA of the genome by inserting new genes, deleting genes. Es gehört zu den jüngeren Entwicklungen des modernen Forschungssystems, dass die größten, die bedeutsamsten naturwissenschaftlichen Durchbrüche mittlerweile Jahr für Jahr in öffentlichkeitswirksamen Top-10-Listen gewürdigt werden, prämiert werden. Möglicherweise ein Effekt dessen, was man mit dem Bielefelder Wissenschaftssoziologen Peter Weingart als Verbühnung oder Vergesellschaftung von Wissenschaft beschreiben könnte. Solche Listen fassen naturgemäß jeweils höchst Unterschiedliches zusammen, Disparates, aber eines gehört in diesen Tagen ganz sicher immer dazu, die Entdeckung von CRISPR-Cas9, einer völlig neuartigen DNA-Schere. Und diese Entdeckung ist eng mit dem Namen von Frau Charpentier verbunden. Der Ertrag eines Forscherlebens, das sich mit Konsequenz und Zielstrebigkeit der Erforschung von regulatorischen Prozessen bei bakteriellen Infektionskrankheiten gewidmet hat. Seinen Anfang nahm dieses Forscherleben in Paris, wo Frau Charpentier in den 90er Jahren Mikrobiologie, Genetik und Biochemie studierte und 1995 am Pasteur-Institut mit einer Arbeit über die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen bei Listerien promoviert worden ist. Nach weiteren Stationen, unter anderem an der Rockefeller University und in Wien, hat sie 2009 eine Professur in Ümeo übernommen und ist 2013 schließlich als Humboldt-Professorin nach Deutschland gekommen. Zunächst ans Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und die MHH, Medizinische Hochschule in Hannover. Seit Oktober vergangenen Jahres ist Frau Charpentier am Max-Planck-Institut für Infektionsforschung hier in Berlin. In ihren Forschungen interessiert sich Frau Charpentier vor allem für Fragen der Prozessierung und Produktion kleiner RNAs, für ihr regulatorisches Potenzial und für die Mechanismen der Transferierung von RNAs in den Wirt und für die Mechanismen von Toxin-Antitoxin-Systemen. Aus diesem Grundinteresse heraus sind auch ihre Arbeiten zu CRISPR-Cas entstanden, einem bakteriellen Abwehrsystem gegenüber Bakteriophagen, das gezielt einen Doppelstrangbruch im Genom bewirken kann. Zusammen mit Jennifer Doudna aus Berkeley konnte Frau Charpentier dieses ursprünglich sehr komplexe, aus zwei RNA-Molekülen und einer Nuklease bestehende System, konnte sie es beträchtlich vereinfachen, indem es ihr gelungen ist, die beiden RNA-Moleküle so zu verbinden, dass nur noch ein RNA-Molekül benötigt wird, um die Cas9-Nuklease an jene Stelle im Genom zu lenken, an der geschnitten werden soll. Damit ist eine hochpräzise und effizient programmierbare DNA-Schere entstanden, die ein punktgenaues Schneiden von Genomen ermöglicht. Und dass das für die lebenswissenschaftliche Forschung ganz erhebliche Erweiterungen ihrer Möglichkeiten bedeutet, das liegt ja auf der Hand. Für ihre Forschung hat Frau Charpentier in den letzten Jahren eine ganze Reihe an renommierten Preisen und Auszeichnungen erhalten, darunter
nur beispielsweise den Louis Janté Prize for Medicine, den Breakthrough Prize in Life Sciences, den Grand Prix Jean-Pierre Lecoq oder den Jakob Herskel Gabaway Award in Biotechnology and Medicine. Und heute schließt sich daran, sagen wir in einer gewissen Steigerungslogik, der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft an. Herzlichen Glückwunsch, Frau Schaffner.